Ja, moin moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zum nächsten ETS 2 Let's Play Multiplayer. Ja. Hey, wake up! Wir befinden uns jetzt auf dem Wege, oder wir sind noch in, ich meinte in London. Nee, in Le Havre sind wir noch, genau richtig. Le Havre, dann gucken wir doch mal, wo wir als nächstes hinfahren. So, mal Licht an hier. Zack. Und schauen wir mal, wo die Fahrt hingehen könnte. Ja, wie wäre es, dann fahren wir doch nach Göteborg. Und wir fahren, genau. Den nehmen wir doch glatt an. Und nehmen aber wieder einen Schwarzmüller DLC. Und da die Fahrt nach Göteborg wieder geht. Genau. Nach Göteborg. Oder aber nehme ich den hier? Ja, dann ein bisschen zwar weniger, aber das macht nichts eigentlich. Der da. Genau. Wir fahren nach Esbjerg. So, jetzt bin ich mir gerade am Überlegen, wie ich fahren werde. Aber ich habe schon was rausgefunden, wie wir fahren. Genau. Genau, wir fahren nach Esbjerg, meine Damen und Herren. Ja, das wird jetzt unsere nächste Fahrt sein. Und es wird dann, ja. So. Genau, wir fahren nämlich jetzt nach Esbjerg. So, dann werde ich doch mal alles eingeben, was wir so brauchen. Le Havre, Esbjerg, Äpfel fahren wir. So. Das ist an. Dann schaue ich noch mal nach. An, das ist wunderbar. Und es geht auch schon los. Bevor wir losgehen, werden wir kurz mal was in der Map verändern. Und zwar, wir werden fahren über. Lass mich nicht lügen. Genau, wir werden fahren. Fahren wir. Oh je, muss gerade nochmal nachschauen. Ja, genau, wir würden fahren über England. Habe ich mir so gedacht, wir fahren wieder über England und ja. Mal wieder so eine kleine Tour. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei beim nächsten Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Ich muss noch mal ganz kurz was nachschauen bei der Map. Ob ich mich nicht irgendwie vertun habe oder so. Genau, wir fahren bis nach. Das ist wieder Calais, von Calais nach Dover.
Und von Dover aus fahren wir ein Stück weit hoch. Oh, großes Stück. Eigentlich großes Stück hoch nach Grimsby. Oh je, das ist aber ein richtiges großes Stück. Ja. Aber eigentlich nur Autobahn. Ja, ne, das passt schon. Genau. So fahren wir auch. Wir fahren über Grimsby. Und fahren jetzt dann natürlich Richtung Calais. Eieiei. Was passiert denn da schon wieder? Genau, wir fahren jetzt wieder nach Calais. Und von Calais aus gehen wir dann rüber nach Dover. Ja, wie ihr seht, ich fahre jetzt wieder meinen LKW und zwar für die Firma, für die ESVL, für Spitfau. Fahre ich wieder die Tour und ja, wenn ihr gerne wollt, könnt ihr euch gerne doch mal melden, ne? So, ganz gemütlich darüber fahren, schön gemütlich. Dass hier nichts passiert. So, dann geht's auch schon weiter. Genau. Ja, meine Damen und Herren, wir werden auf jeden Fall wieder zwei Fähren benutzen. Auf alle Fälle nach Espierre, aber das ist ja schon normal bei mir. Ja. Genau. Jetzt erstmal die kurze Fahrt nach rüber nach Calais zur Fähre und dann oder zum Zug eher gesagt. Genau, zum Zug und dann geht es ja schon wieder weiter, ne? Wake up. Genau, wir wollen jetzt dann gleich nach Calais fahren. Oder nachher, genau nach Calais. Von dort aus dann geht es dann wieder ab auf die Fähre. Und beziehungsweise mit dem Zug nach Dover rüber. Ja, und von Dover aus werden wir dann wieder einmal. Ups, das war die falsche Einfahrt. So.
Fahrrad. Ja, genau. Wenn ihr gerne mal dabei sein wollt bei einem der nächsten Let's Plays, dann sagt es mir doch gerne Bescheid. Wir können gerne mal zusammen eine Tour fahren. Was ihr auf jeden Fall haben müsst, ist dann das Skandinavia Addon, das Going East Addon und auch ja, das Viva la France. Denn ohne diese drei fährt man dann nur die normale Karte ab und es macht keinen Spaß. Ja, wir haben jetzt dann gleich noch 1320 Kilometer vor uns. Ach ja, das ist eine Strecke, aber die schafft man ja locker, ne? Ja, wie ihr seht, hier ist mal wieder nichts los. Aber ja, das ist ja schon normal. Vielleicht ist ja dann was in England los. Hoffentlich, hoffentlich. So, ich würde sagen, bevor wir das erste Mal über die Fähre fahren, werden wir noch kurz mal eine kleine Pause einleiten. Ja, die werden wir jetzt hier kurz machen. Dann würde ich doch auch sagen, wir sehen uns dann gleich wieder zum zweiten Teil vom Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Bis gleich.